Von der Stunde ihrer Geburt an hören die Kinder des Nordens Geschichten vom Ende der Welt. Ragnarök. Der Tag, an dem Wölfe die Sonne und den Mond verschlingen werden, wenn das Licht der Sterne verlöschen und die Erde erbeben wird, wenn die Götter eine letzte große Schlacht gegen die Stämme der Giganten schlagen werden, die alle neuen Welten verwüsten wird. Göttervater Odin ist den Menschen von jeher wohlgesonnen gewesen. Den Getreuesten unter ihnen schenkt er als Symbol seiner Macht in der Menschenwelt Midgard Steine, in die er seine Odinsrune gekerbt hat. Die tapfersten aller Krieger wachen über diese Runensteine bis zum Tag ihres Todes, an dem sie von den Walküren nach Valhalla gebracht werden, um dereinst an Odins Seite in der Schlacht von Ragnarök zu kämpfen. Von allen Geschöpfen auf den neuen Welten fürchtet nur eines Ragnarök nicht: der verderbte Gott Loki. Von Odin höchst selbst, tief in die Eingeweide der Erde verbannt, kann nur Ragnarök Loki befreien, auf dass er Rache an den Göttern als auch an den Menschen nehmen kann. Und nur die Macht von Odins Runensteinen in Midgard halten den Tag Ragnarök fern. Noch. Volk von Wotankelt, wir haben uns heute hier versammelt, um einen aus unserer Mitte zu ehren. Er ist der Jüngste, dem diese Ehrung je widerfahren ist. Doch trotz seiner Jugend ist er über alle Maßen weise und stark. Er hat sich als Schildknappe in den Schlachten von Hyndal und Utterby bewährt. Und er hat wertvolle Dienste bei der Befestigung dieses Dorfes geleistet, als die böse Kunde aus den Nordlanden zu uns gedrungen ist. Er hat sich mit den stärksten unserer Krieger im Zweikampf gemessen und sich als würdig erwiesen, in ihren Kreis aufgenommen zu werden. Ragnar, Sohn von Jarl, knie nieder vor Odins Runenstein und höre meine Worte. Von heute an sollst du die Leichtigkeit der Jugend hinter dir lassen und dich als Mann erweisen. Gelobe, diesen Stein und das Dorf, das ihn umgibt, zu beschützen. Gelobe, bis in den Tod hinein Seite an Seite mit deinen Gefährten zu kämpfen, um den heiligen Schrein des Göttervaters zu verteidigen. Erhebe nun dein Schwert zum Zeichen, dass du bereit bist, dich als würdiger Krieger der Odinsklinge zu erweisen.